Herzlich willkommen zu einer neuen Meditation und heute geht es um Stress, um Entzündung, um das Rote, um gestaute Energie. Wie entsteht denn überhaupt Stress? Egal ob jetzt zwischenmenschlich oder auch in deinem Körper, also auch in der Entzündungsform. Stress entsteht immer, wenn ein Stau von Energie sich bildet. Und der kann an unterschiedlichen Stellen sich bilden. Das kommt auf die Chakren an, im Wurzelchakra, ja, wo es um die Lebensenergie geht, um die Durchsetzungskraft, um den Pioniergeist, im Nabelchakra, wo es vielleicht dann auch so ein bisschen ums innere Kind geht, um die Gefühle, im Solarplexus, wo es um das Zwischenmenschliche geht, im Herz, wo es einfach dann um emotionalen Druck dann auch gehen kann. Und dann wiederholt sich das alles noch einmal, eine Handlungshemmung, eine Beißhemmung im Hals, ja, eine Kommunikationshemmung, die hängt meistens mit dem Wurzelchakra zusammen oder halt dann im Kopf, wenn da Stress ist, da drückt es die Energie quasi wie in so einer Senftube rauf und dann haben wir auch oben diese Blockaden, diesen Stau. Also wir müssen uns also anschauen, dass wir auf der einen Seite mal loslassen können, das heißt diese Blockaden lösen, die wir haben, egal auf welchem Bereich, ob das körperlich ist, ob das zwischenmenschlich ist. Und wir müssen natürlich dann auch schauen, also mit dem Loslassen, dass sich der Druck löst, erlöst und dann, dass Frieden wieder einkehrt, Zufriedenheit. Und das machen wir jetzt mit dieser Reise. Ich lade dich mal dazu ein, schließ mal deine Augen. Und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Und du erlaubst dir jetzt mal ganz in die Gegenwart zu kommen, ganz ins Hier und Jetzt. Und zwar genauso gut, wie es jetzt gerade geht. Du musst dich da jetzt gar nicht anstrengen. So wie du jetzt bist, ist es okay. So wie du das jetzt machst, ist das völlig in Ordnung, gut und klar. Also, setz dich keinem Druck aus. Stell dir einfach mal vor, du bist an einem wunderschönen See oder einem Strand und du kannst voller Ruhe und Frieden und Entspannung ins Wasser schauen und die Natur genießen. Natur ist immer gut, das Draußen, der Freiraum ist gut. In der Natur reagiert dein Feld nicht auf andere Menschen oder negative Einflüsse. Du spürst die Weite dieses Raumes und gleichzeitig auch das perfekte Zusammenspiel von Wasser, Erde, Luft. Und natürlich auch dem Feuer der Sonne. Also die vier Elemente Wasser, Feuer, Erde, Luft sind in absoluter Harmonie um dich herum. Und du bist hierher gekommen, um loszulassen, um dich zu entspannen, um Frieden, Zufriedenheit zu finden und natürlich auch eine innere Heilung. Und diesen Frieden und diese Zufriedenheit erlaubst du jetzt zu finden. Rund um dich herum ist absolute Harmonie, ist Freiraum, ist Frieden. Rund um mich ist Freiraum und Frieden. Absolute Harmonie.
Um mich herum funktioniert alles absolut harmonisch. Ich spüre, dass ich Druck und Stress hierher mitgebracht habe. Aber dieser Druck und Stress wird nicht von außen getriggert, sondern weht in meinem Inneren. Und ich erlaube mir nun, mich fallen zu lassen und voller Flexibilität und Vertrauen in eine tiefe Ruhe zu gehen. Und nun spürst du Verwurzelung. Du kannst deine Beine am Boden wahrnehmen und spürst, wie diese dort in einem satten grünen Gras stehen oder in einem wunderschönen Sand. Vielleicht strahlend weißen Sandstrand. Oder vielleicht stehen deine Füße auch in türkisem Wasser oder einem tiefblauen Wasser. Aber du spürst deine Beine am Boden stehen. Du spürst die angenehme Struktur des Bodens, vielleicht eine Wärme oder eine angenehme Kühle. Und du spürst, dass du ganz ins Hier und Jetzt ankommst. Und vielleicht hast du das Gefühl, irgendwo in deinem Leben festzustecken. Vielleicht hat sich in deinem System irgendwo Druck aufgebaut. Dann ist es jetzt an der Zeit, diesen Druck zu lösen und in die Entspannung zu gehen. Du kannst jetzt diesen Druck lösen und in deine Entspannung gehen. Und während du so stehst oder sitzt an diesem herrlichen Ort, diesem Ort, wo alle Elemente in absoluter Harmonie sind, darf sich nun sämtliche Anspannung lösen. Wie löst sich Anspannung, indem du loslässt? Wie kannst du loslassen, indem du dich noch mehr entspannst? Jetzt stell dir mal vor, dass deine Arme und deine Schultern schwerer werden und sich entspannen. Und während sich so dein Oberkörper entspannt, spann doch einfach mal eine Hand wirklich zu einer Faust. Ball die mal zu einer Faust. Und dann erlaube dir tief einzuatmen und in deinem Inneren zu sprechen: Ich lasse los. Ich lasse jetzt los. Und während du das sprichst, du kannst das wiederholen, öffnest du sanft deine Faust. Ich lasse los. Und sämtliche Energie, die sich gestaut hat in deiner Hand, in deiner Faust, wird nun transformiert. Und du spürst nun auch, dass du auch den Druck, den du verspürt hast, den Stress, den du verspürt hast, dass sich dieser jetzt auch in deinem Körper löst und erlöst.
Und lass jetzt einfach mal diesen Druck abfließen. Bis zu deinen Füßen runter. Sämtliche alte, erschöpfte Energie reinigt sich aus deinem System. Jegliche Enttäuschung wird losgelassen. Und in dieser Energie, in diesem Loslassen, in diesem Erlösen, erlöst werden, bitte jetzt mal um die Gnade der Heilung. Ich bitte um die Gnade der Heilung. Ich bitte um die Gnade des inneren Friedens. Ich bitte, dass die Aspekte transformiert werden in meinem Dasein, in denen ich festhalte oder die nicht in Harmonie sind, wo alte Emotionen feststecken oder wo sich körperlich auch Entzündung manifestiert hat. Ich bitte nun um den Mut und den Rückhalt, diese Heilungsfrequenzen auch anzunehmen. Ich bitte um den Mut und den Rückhalt, diese Heilungsfrequenzen auch anzunehmen. Atme tief ein und wieder aus. Und nun erlaube dir auch, sämtliche Blockaden und Manipulationsenergien zu transformieren. Jeden Gedanken wie, ich kann jetzt nicht loslassen, ich kann mich nicht beruhigen, ich kann nicht heil werden, ich kann mich nicht entspannen, ich kann den Stress nicht loslassen. Jegliche dieser Anspannungen, dieser Energien erlaube nun zu befreien und zu lösen. Jeglicher Selbstboykott löst sich aus meinem Bewusstsein, sodass sich jeder Aspekt meines Körpers und auch meiner Psyche entspannen kann. Du spürst nun, dass eine tiefe Reinigung und Heilung durch dich hindurchfließt. Ein tiefer Frieden. Ein Neubeginn findet statt. Ein Neubeginn auf zwischenmenschlicher Ebene oder körperlicher Ebene. Du spürst, dass sich alte Anspannungen, Entzündungen, Stressmuster lösen. Und gerade in einer Zeit, wo Frieden, Heilung, Zufriedenheit, Ruhe so unerreichbar scheinen, spürst du, wie sich diese Frequenzen in dir manifestieren. Heilung, Frieden, Ruhe, eine angenehme
Kühle, Distanz und Struktur. Und du atmest mal tief ein und wieder aus. Und spürst eine tiefe Klarheit und Würde, einen tiefen Frieden. Und du merkst auch, dass sich deine Selbstheilungskräfte jetzt aktivieren. Und dass sich Harmonie und Zufriedenheit wieder mehr und mehr in deinem Leben manifestiert. Konflikte, Krankheiten der Vergangenheit lösen sich. Der Stress, der mit diesen Konflikten zusammenhängt, löst sich. Und du spürst die unendliche Gnade und den unendlichen Frieden tiefster Heilung und Regeneration. Atme nun mal tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus. Und spüre nun nochmal die Harmonie der Elemente um dich herum, an diesem wundervollen Ort. Und spüre, wie sämtlicher Stress und Druck auch dein System verlässt. Du lässt dieses Loslassen, dieses Abfließen nochmal zu. Du lässt die Heilung zu, du nimmst die Heilung an. Und du spürst, dass es gut ist. Atme nun nochmal tief ein und wieder aus. Bedank dich bei der geistigen Welt für die Unterstützung. Streck dich durch und beweg deinen Körper. Und komm dann genau in deinem Tempo, ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und öffne deine Augen. Perfekt. Wie ist es dir gegangen? Wie fühlt es sich jetzt an? Merkst du, dass sich etwas rührt, dass etwas freier, leichter geworden ist? Du wirst merken, dass dein Feld jetzt einfach offener ist und wieder die Selbstheilungskräfte mehr fließen können. Und auch wenn es im Zwischenmenschlichen was hat oder wenn du so Stress hast, wirst du merken, dass du da mehr Puffer und mehr Resilienz wieder trägst. Ich freue mich auf deine Kommentare. Lass mir gerne einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal, teile das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Ereni. Tschüss.